gern mit einer Frage beginnen, wie gesagt in aller Wertschätzung. Was ist denn aus Ihrer Sicht die beste Neuerung, die die Bildungsreform gebracht hat, und was ist denn auf der anderen Seite die größte Enttäuschung? Mir geht es ähnlich. Es gibt schon ein paar positive Ansätze. Eines hat meine Vorrednerin gesagt, das zweite verpflichtende Kindergartenjahr, nur 95% der Dreijährigen besuchen bereits jetzt den Kindergarten, also das ist ein bisschen Etikettenschwindel. Gut finde ich auch die durchgehende Sprachstandsdokumentation, die sozusagen über die Bildungslaufbahn hinweggehen soll. Das ist vor allem für Kinder nicht deutscher Erstsprache wichtig. Aber wie gesagt, das ist ja keine Bildungsreform, ja? Das sind kleine Neuerungen, die durchaus gut sind.